Oft sind wir ja schon lange in einer Therapie oder versuchen wir verschiedene Wege und Möglichkeiten auf dem Pfad der Heilung. Und ja, wir denken immer wieder, also das wird ja wirklich keineswegs besser. Und entmutigen wir uns sogar manchmal selbst und nehmen wir gar nicht so richtig wahr, was alles ja schon zum Besseren verändert hat. Und wir reden dann jetzt auch in vielen Videos hier auf dem Kanal meistens über Symptome, Beschwerden und so weiter. Und jetzt heute geht es um 8 Zeichen für deine Heilung. Ich bin Gabriela und habe mich auf Entwicklungstrauma und emotionalen Missbrauch spezialisiert und jetzt freue ich mich auf dich. Insbesondere Menschen mit komplexer posttraumatischer Belastungsstörung, also wahrscheinlich auch du, wenn du das dir anschaust, beziehungsweise mit Entwicklungs- und Komplextrauma, neigen zu Perfektionismus und auch zu diesem absoluten Denken. Und das hindert uns daran, insbesondere in der Anfangsphase unserer Heilung, dass wir kleine Schritte und kleine Verbesserungen auch schon aber wahrnehmen. Und genau deshalb werden wir uns jetzt 8 Zeichen anschauen und dann kannst du dir eine kleine Reflexion machen, was alles hast du da wirklich schon vielleicht tatsächlich umgesetzt und dass du doch eine Erleichterung erfahren hast. Erste der Zeichen ist es, wenn du eine etwas weniger ausgeprägte Überlebensstrategie zwar immer noch, aber weniger ausgeprägt anwendest. Wir haben ja schon mal hier in dem Video über Überlebensstrategien gesprochen, unter anderem gerade hier vielleicht nochmal, glaube ich, kann ich hier eine Infotafel hier zeigen, auch zum Beispiel über emotionale Flashbacks gesprochen, die auch Überlebensstrategien heute mit Symptomen sind. Das heißt, dass wir uns letztes Endes viele der Verhaltensmuster, die so tief eingeprägt sind, uns um zu überleben, selbst entwickelt und anerworben haben. Und weil wir ja mit der Zeit auch schon dann kennen, was alles an Überlebensstrategien wir bis heute noch eben anwenden oder immer wieder Gefahr laufen, dass wir sie ja immer noch eben haben, manchmal immer noch unbewusst, aber nehmen wir dann die kleinen Veränderungen nicht wahr. Was könnte so ein Beispiel sein? Eine der Überlebensstrategien ist zum Beispiel typischerweise bei uns der innere Kritiker. Das heißt, dass ich mich selbst immer wieder noch herabsetze und mein Selbstwert und meine Wertschätzung mir selbst nicht schenke, damit mein Selbstwert eigentlich nicht gesund größer wird, weil ich das weiß, wenn ich selbstbewusst und mit meinem eigenen Selbstwert auftrete, dann ist das ja gefährlich. Also sobald ich mich wehre, dann gibt es ja noch mehr Strafe oder eben noch mehr Entwertung und noch mehr verbale und emotionale Strafe. Dementsprechend mit einem inneren Kritiker werde ich das verhindern. Und das ist natürlich verheerend und auch selbstverletzend. Jetzt wenn du aber mittlerweile zum Beispiel schon dabei ertappst, dass du merkst, wenn dieser innere Kritiker kommt und mit diesem inneren Kritiker in Dialog gehst zum Beispiel und du sagst, hey, danke schön, dass du dich wieder gemeldet hast. Ich weiß ja, warum du da bist. Warst du aber auch sehr nützlich früher. Heute brauche ich dich aber nicht mehr. Ja, wirkst du entgegen. Wenn es auch noch nicht jedes Mal passiert, aber dass du das schon mal merkst und eben auch immer wieder das spürst, dass ein weitere Stimme in dir gegen auflehnt,
Das ist schon ein gutes Zeichen. Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Punkt. Und zwar kann ich ja gleich anknüpfen, weil ein zunehmendes Wehren gegen Kritiker, nicht nur innere Kritiker, aber auch äußere Kritiker, also all die Menschen auch, entweder noch aus der, ja, aus den früheren Zeiten, also vielleicht noch eben aus deinem Umfeld, familiären Umfeld oder aus dem jetzigen Umfeld, wo da mehrere Personen vielleicht große Ähnlichkeit mit deinem ehemaligen Umfeld haben oder mit den Personen aus deinem ehemaligen Umfeld haben und ähnlicherweise Kritik üben. Kritik, die nicht berechtigt ist und die dich in deine Würde und in dein Sein stets verletzt. Und du das merkst, dass in dir diese Wut auch nicht nur aufsteigt oder auch dass du merkst, oje, also meine Grenze wird da jetzt gerade irgendwie ja, missachtet und dabei du dich aber immer mehr wehrst. Das heißt, dass du das vielleicht mal auch zur Sprache bringst, ob das Kollege, Kollegin ist oder dann auch deinen Eltern gegenüber und du das nicht über dich ergehen lässt. Das ist jetzt hier auch nicht Absolutismus, ja, also nicht das Denken, okay, ich schaffe das jedes Mal, sondern wenn du immer wieder mal schaffst oder zuerst nur in dir selbst, dass du das schon wahrnimmst und sagst, okay, das nächste Mal mache ich aber, ist schon eine Verbesserung. Ein weiteres Zeichen kann sein, dass du eine gesteigerte Achtsamkeit zum Beispiel bezogen auf deine Flashbacks oder Intrusionen hast und du immer wieder auch schon, bevor vielleicht das kommt, schon wie so eine Vorahnung weißt, okay, das ist irgendwie ein ähnlicher Kontext oder eine ähnliche Situation und es könnte dazu kommen. Und bevor das vielleicht kommt oder zulassen würdest, weil du in dieser Situation bleibst, steigst du vielleicht aus dieser Situation schon im Vorfeld aus oder du notierst dir zumindest, ja, also die Beobachtung, diese duale Gewahrsein im Sinne Achtsamkeit, dass du das wahrnimmst, das ist auch ein sehr gutes Zeichen. Hast du schon vielleicht mittlerweile Tage erlebt oder Teile von Tagen, wenn du aufgestanden warst und du ein vielleicht nicht übertrieben gutes Gefühl, aber ein ausreichend gutes Selbstgefühl hattest? Also du kamst mit dir selbst zurecht, dir fiel nichts besonders zur Last. Du konntest dich über dein Frühstück bereits erfreuen oder ja, dich auf ein Treffen mit einem Freund oder mit deinem Rückzug sogar. Das tut uns nämlich auch oft und in öfterem gut. Und dass es einfach nicht zu schlecht war. Es muss auch nicht unbedingt wahnsinnig gut gewesen sein, aber das ist ein Tag war, wo du nichts in Extreme negativ erlebt hattest. Das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ein weiteres wirklich positives Zeichen ist es, wenn du die Bedürfnisse, die erfüllt werden müssten, sollten, können, dürfen, damit wir in Heilungsprozess voranschreiten. Wenn du diese Bedürfnisse immer mehr erfüllen kannst oder immer mehr von diesen Bedürfnissen, weil es gibt ja schon eine Menge davon, aber vielleicht ein oder bei dem anderen ein klitzekleine Schritte schon gemacht hast, zum Beispiel bei der Selbstannahme.
Also wo wir uns immer wieder ein Stückchen mehr oder an bestimmten Tagen nur, aber uns ganz gut leiden können. Ja? Und zwar mit all dem, was wir heute sind und wie wir sind. Oder dass du die Selbstfürsorge ein wenig diese Bedürfnis befriedigen kannst und du zum Beispiel ein besonders schönes Frühstück zubereitest oder du gönnst dir was zum Kaufen, du beschenkst dich selbst mit einem Buch. Das sind alles ganz, ganz tolle, positive Zeichen für deine Heilung. Einer der nächsten Schritte oder gute Zeichen ist, wenn wir Verhalten, die uns selbst schädigen, immer weniger anwenden. Was kann das sein? Das können alle Verhalten und alle Handlungen sein, die eine Art Sucht aufweisen, also zum Beispiel Essattacken oder eben dann eben Erbrechen. Aber auch Substanzmissbrauch oder Substanz anwenden zur Selbstbehandlung. Also wir nehmen dann verschiedene Substanzen zu uns, ob das jetzt eben also Alkohol ist oder ist das Drogen, dass es sind. Aber auf jeden Fall aus eigener Entscheidung und als Selbstbehandlung, jedoch nicht zur Heilung, weil was wir mit diesem Verhalten machen, wir tun das Gefühl, was hochkommt, mit diesem Verhalten ertränken. Und anstelle diese Gefühle oder diese Emotionen zu verarbeiten, nach oben zu lassen und durch das Verhalten, die ich beschrieben habe, schaden wir uns selbst. Das bedeutet, wenn du eine dieser Verhalten, also bezogen jetzt auf die Ernährung zum Beispiel oder auch Sport oder ich habe heute ganz, ganz inspirierende Input von jemandem gehört, auch selbst betroffen, dass man den Drang verspürt, ein Gefühl fühlen zu müssen. Ja, und das kann oft auch in Richtung Negatives sein, also wo dann auch viel Wut vielleicht dabei ist. Oder auch, wo wir voll in der Trauer vertiefen. Wobei Trauer ein ganz positives Gefühl ist und ist Bedingung zu unserer Heilung. Nicht aber dann, wenn wir darin voll verloren gehen und uns letztes Endes nachhaltig oder langfristig in eine tiefe Depression mitreißt, dann ist es nicht gut. Ja, das waren jetzt schon, glaube ich, die sechste. Das war das sechste Zeichen. Dann hast du dich das letzte Mal, die letzten Zeiten mal gefragt, wie das mit deinen verschiedenen Bindungen und Beziehungen aussehen. Hast du vielleicht in deinem Arbeitsumfeld eine befriedigende, angenehme Beziehung, welche dir weder schadet noch irgendwie überfordert? Und hast du vielleicht auch in deinem familiären Umfeld eine Beziehung, welche vielleicht früher sehr, sehr belastet war und mittlerweile das halt punktuell, aber zumindest mal punktuell auch, dir gut tut, dann ist das ein sehr gutes Zeichen auf dem Weg der Heilung. Und das letzte Zeichen, was ich jetzt heute mitgeben möchte, ist, wenn du weniger schmerzhafte und seltenere Flashbacks hast, also diese willkürliche Erinnerungen an das traumatisierende
Erlebnis, Ereignis. Und wenn sie aber da sind, dass du sie weniger intensiv erlebst, beziehungsweise du sie recht am Anfang einfangen kannst. Also sobald du das erkennst, dass da ist, dass du entsprechend ein Flashback-Management ja, anwenden kannst und du dich zur Regulation wieder begleitest. Nur eine hier der erwähnten Schritte, wenn du ja schon ausführen kannst und du, wenn einer der Schritte dir immer wieder schon mal ja, gelingt, dann bist du auf dem besten Weg. Ich hoffe, dass du ja mehr als einer der Schritte, ich bin mir fast sicher, dass du mehr als einer der Schritte, du dir feststellen konntest, ach ja, stimmt, das kann ich auch schon. Und dass dir diese Erkenntnis zu weiteren, ja, dranbleiben, ermutigt und dass du dadurch ja noch mehr Stabilität und noch mehr Selbstannahme, den Glauben an dir selbst erlangst. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit und liebe Grüße, Gabriela.